wären alles meine. Nee, 29 hättest du niemals. Niemals hättest du 29 gefunden. Ja, aber er wird sterben. Er hat ja viele Diamanten im Leben. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich jetzt noch drauf gehe. Ja. Hier, kannst du ganz Redstone mitnehmen, das schenke ich dir sogar. Redstone brauche ich eh nie. Entschuldigung, aber hey. Alter, lass meine Kohle denn. Boah, jetzt heul noch! Deswegen bin ich hier überhaupt unten. Ja, und? Ich habe doch eine Glücksbezahlung, da kriege ich das Doppel- und Fünffache raus. Ja, das bringt mir ja nichts. Ja, ich kann ja mal welches Game, verdammt. Boah, Mann, ey. Ein Gemecker hier. Da bin ich ja nicht schlimmer hier. Hier, Zäune braucht kein Mensch. Sehr nice, hat euch ein fucking Creeper als meine Hälfte von meinen ganzen Sachen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Tja, so viel zum Thema Ausleuchten. Ich hab ausgeleuchtet! Ja, dann musst du auch auf dem Dach ausleuchten. Hä? Du weißt gar nicht, wo ich baue. Ein Bausparvertrag. Felix, du musst überall ausleuchten. Oh, sweet, ein Bausparvertrag. Hab ich. Na, anscheinend nett, oder? Nicht so wirklich. Ich nehme die Erfahrung mit und lass den Redstone liegen. Blubber. No, ich habe vorhin wieder eine coole Einladung bekommen zu einer Party im August. Konnte man sich aussuchen, welches Thema? Pokémon? Oder Kindergeburtstag? Und halt noch normal. Ich habe natürlich erstmal Kindergeburtstag angeklickt, weil es dann eine Hüpfburg gibt. Eine Hüpfburg! Oh, was gibt es denn nicht Geiles als eine Hüpfburg für einen Geburtstag, Mann? Unglaublich! Am besten auf einen Pokémon-Hüpfburg. Hüpfburg ist sowas von episch. Der Felix vorhin immer noch. Selbst Hüpfburg! Oh, keine Hüpfburg, eine Hüpfburg! Oh, ich werde so gerne hingegangen. Hätte uns seiner aufgenommen, ey. Alter, Hüpfburgen sind einfach nur episch. Wisst ihr, wie episch Pogen in Hüpfburgen ist? Ja, eben. Achso, und Stockbrot gibt's auch noch. Oh. Ja. Stockbrot und Hüpfburg. Das wird der perfekte Tag. Hauptsache, ich habe da Zeit, ich weiß nämlich noch nicht. Ausmachen. So, ich verzaubere jetzt mein Schwert auf Level 30. Mal sehen, was ich bekomme. Hallo, Mr. Creeper-Typ. Hallo, Mr. Seppi-Mann. Hallo! Rückstoß 2 und Schärfe 4, ja, das ist gut. Gibt besseres. Das mag ich. Ich weiß noch, als ich mein Megaschwert mal bekommen hatte. Plünderung 3, Haltbarkeit 3. Gibt's Haltbarkeit? Nee, Haltbarkeit gibt's für Schwerter nicht, ne? Oder? Nee. Bin gerade sicher. Nur bewogen. Ja, was gab's? Warte mal, was hat das? Also ich glaube, Feuer hat's gab 2, Rückstoß voll, also maximal, wie es halt geht. Ja, das war's. Hammergeil, was? Mit Stufe 30. Ja. So lobe ich mir das. Mach Wasser. Wasser, mach Wasser. Ich bin hier reingekommen. Keine Ahnung, wir kommen hier eh nicht mehr raus. Durch den Eingang. Ach so. Stimmt. Nee, ich mein nur in die untere Ebene hier. Wenn ich hier wieder raus bin, dann kann ich dir sagen. Ich denke mal, ich finde den Weg zurück. Ich bin jetzt gerade bei den Pilzen nämlich. Naja, nee, da bist du. Muss noch ein Stück. Ja, ich weiß, dass ich noch ein ganzes Stück muss, aber ich bin hier schon zwei. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. Nö. Jetzt musst du also auch noch klug scheißen, wenn du mal nicht gerade meine Diamanten klaust. Hey, ich klau niemanden irgendwelche Diamanten. Doch. Nö. Das ist ein Gerücht. Nie gewesen. Ja, das ist deine Schuld, oder? Ich wollte freundlich zu dir sein. Ja, siehst du, großer Fehler. Großer Fehler. Man ist nicht einfach freundlich zu mir. Weißt du schon? Wow! Ein Schwein! Oh mein Gott, das hat jetzt bei mir eingetrichtert. Ich glaube, er meint nicht sich. Alter, ich bin schon bei 9 Smaragden. Keine Ahnung, was der mit anfangen soll. Gegeben. Wozu brauchst du Smaragde? Wir finden eh nie ein Dorf. Blöcke bauen. Ah. Hey, cool, da haben wir ja schon einen Block, stimmt. Wenn ihr es eh nicht braucht, ich nehme sie gerne. Nö. Ist einfach nicht. Richtig. Einfach weil du sie schon möchtest, geben wir sie dir nicht. Ich will sie nicht, gib sie mir. Ich bin nicht dumm. Du willst ja nicht. Nur mit Gegenleistung, ja. Das weißt du, ne? Ja, also du kannst gerne zu mir kommen, das ist kein Problem. Nein, niemals. Jetzt betrügst du mich schon wieder. Ich betrüge nie.
Ich hab's nur gesagt. Ich habe ja nie getan. Ne? Du hast es ganz genau vorgehabt. Ich habe nein, na, das ist aber, das ist ein Gerücht, du. Das ist eine fette Lüge. Das ist keine Lüge. Das ist Sparta. Genau, Sparta. Die Antwort auf alles. Die Antwort auf den Sinn des Lebens. Sparta. Genau. Alter, ich habe so viel Lapislazuli. 7x7. Sparta. Die Antwort auf Sepps komisches Hämatom am Schädel. Sparta! Hey, ich hab kein Hämatom. Das war deine Nase. Aga, so musst du in deine Bewerbungsgespräche reinstören, dann kriegst du den Job. Ja, oh, Sparta! Ja, dann gibst du entweder den Job oder du bist... Selbstbewusstsein, wir nehmen sie. Ich würde so irritiert sein, wenn der antworten würde mit Sparta. Wäre doch geil. So einen Chef wünscht man sich doch nur. Im ersten Moment, du würdest irritiert sein, wenn er auf den Tisch springt und dann mit seinem Kuli probiert, irgendwas zu zauen. Wenn er auf den Tisch springt und mich vor meinen Stuhl rückwärts runtertritt. Ja, raus! Alter, ich habe mir gerade meine Lapis-Lazuli-Blöcke gemacht. Ich habe 42 Blöcke in der Hand. Lapis-Lazuli! Alter, wie heftig. Ja, das ist so. Und jetzt kommen nochmal welche dazu, weil ich muss das langsam zusammenhauen hier. Okay, das werden nochmal 5 Stück. Flupp. Okay, 47... Smart, Quatsch, Smart, sag ich schon. Nee, so viel hab ich denn auch nicht, aber Lapis Lazuli Blöcke, hammergeil. Was war das denn gerade? Da ist an sein Mikrofon gekommen, wahrscheinlich Felix. Ja, ich vermute. Nee, nee. Doch. Also, nee. Ich hab's gehört. Ich bin aber auch nicht rangekommen. Ich bin aber nicht gegen mein Mikro gekommen. Hm. Was denn dann? Oder womit bist du gegen dein Mikro? Mit gar nichts! Ja, musst du doch aber. Ja. Aber warum ich? Warum nicht? Weil alle anderen es gehört haben. Ja. Ja. Und du ja scheinbar nicht? Ja. Ja, weil ich gerade konzentriert war. Weil ich gerade aus Versehen mal. Ja, siehste! Überführt! Aha! So ist das also! Ich hätte Seilstangen leisten können, also. Ja, gut. Ist auch wieder. Ja, schon wieder das Arsch. Das, was ich habe, sind Crunchips. Also die von letzter Woche noch. Felix. Unsere. Ich mach nachher erstmal noch fett Toskana-Bällchen mit Mozzarella. Was sind's euch? Toskana-Bällchen mit Mozzarella. Was ist das? Wow! Du hast Hackfleischbällchen in einer Tomatensoße, das Ganze wird mit Mozzarella-Scheiben, werden die Hackbällchen nochmal überbacken und dazu gibt's Nudeln. Genau. Mega lecker. Und heute Vormittag hatten wir Kohlroller. Bei mir gab's heute Schnitzel Hawaii. Das könnte ich nicht mal essen. Bei uns gab's Nudeln. Ja, stimmt, du hast auch eine Ananasallergie, war das, oder? Richtig. Ja. Na gut, Ananas ist auch nicht so das Wahre. Richtig. Find ich. Hm. Da passt denn nichts im Leben. Wer macht Ananas? Ananas! Nein, nein! Oh Gott! Wenn ihr Ananas macht, dann bin ich das. So war das. Toll, mir ist gerade Smaragd in die Lava gefallen beim Abbauen. Ja, das war nur ein Smaragd. Naja, egal, es ist wertvoll. Nein. Hm, stimmt wieder. So, Marc, ich verschwinde dann wieder. Ich habe erstmal 29. Ein paar Diamanten da lassen. Ja, ich leg. Pass auf, ich leg sie einfach auf die Treppe. Kannst du den holen? Warte. Wo bist du? Wo bist du? Hier! Du hast noch 10 Sekunden. Weil ich dann tot bin. So, da bin ich rübergekommen. Bist du dann tot? Weiß ich nicht. Creeper. Soll ich einfach mal so. Ach, Creeper tötet mich nicht, ich hab eine Eisenrüstung. Wow! Da ist ein Zombie. Ich muss hier nur rauskommen, ich bin noch rückweg. Marcel ist online. Wie ist Marcel online? Weiß nicht, mein Handy wahrscheinlich. Marcel ist online. Oh, er hat's auch mal mitbekommen. Er stand gerade in Skype, dass da Marcel online gekommen ist. Ah. Alter, wo bin ich hier? Ich bin gleich draußen. Ein Marcel ist online gekommen. Es ist nicht effektiv. Ich versuche noch den Rausweg zu finden. Ich bin gleich draußen, glaube ich. Warte mal. Wird das wieder wie im Metamark? Nee. Ah, selbst da hat er rausgefunden, ne? Ja. Guck mal, Marc, ich bin über dir. Na gut, das bin ich immer. Ah, hier geht's hoch. Ich leg dir ein paar Diamanten dann in deine Truhe, wenn ich will. Ja, Felix, weil er futtert. So, ah. Bin draußen, Marc. Und ich glaube ich auch so ziemlich. Ja, ich bin auch draußen. Nee, ich bin jetzt ganz draußen. Luft und ja, so. Ja, ich auch. Nein, du bist da noch drin, ich seh dich doch. Ich höre hier einen Zombie jaulen. Wo ist er? Da, unten Skelett, na, sehr schön. Ratatatata, stirb. Hallo. Sehe schon das Licht. Geh nicht drauf zu! Was wollte ich gerade sagen? Oh mein Gott!
Aha. War gerade so schön ruhig. Vor allem hat doch nichts gesagt. Nein, ich will nicht. Ja, lass uns schnell woanders hingehen. Vorher nervt. Pass auf, gleich geht's. Die User disconnected from your channel. Oder so. Bitte schön. Danke. Danke schön. Hey, guck mal, Marc, da vorne schwebt so eine hässliche Pyramide in der Luft. Wer hat das gebaut? Was für eine Scheiße ist das denn bitte, ey? Was ist denn so ein Kack? In die Luft. Ja, ich bin gerade dabei. Oh mein Gott, deine smartgrüne Spinne. Stirb. Ups, Loch. Achso, jetzt wurde eh in mir bis, pass auf. Wie machen wir das jetzt? Wie gebe ich denn die dir am besten? Achso, warte mal, ich kann doch einfach Q drücken. Wie viel braucht man für eine Rüstung, für eine komplette? 9 plus 7. 24, glaube ich. So, was mache ich für eine Rüstung? 5 Stück! Du, mit 5 bin ich vollkommen zufrieden. Das reicht mir. Ja, siehste, passt doch. Ich würde sagen, wir geben ihm 3 Sekunden, damit er was sagt sonst. Achso, nee, Marcel weiß ja noch nicht, welche Version. 1,5, Marcel. Wenn er das gehört hat, ich weiß nicht, ich denke schon. Mir ging es ja gar nicht darum, dass du so viel hattest. Mir ging es einfach darum, dass ich nicht mal einen hatte. Ja, so geht's mir das immer, ja? So ist es immer bei mir. Ich gehe in eine Mine, finde nichts, außer halt Eisen. Ich meine, bin ich ja vollkommen zufrieden mit der Masse. Aber es ist halt trotzdem nicht so das Wahre. So, dann gucke ich mal, ob ich jetzt auf Stufe 30 komme. Dann verzauber ich mir erstmal eine dicke Rüstung. Ich bin Stufe 33. Ich kann dir. Oh, dann kannst du mir vielleicht eine Hose oder so verzaubern für mich. Also, ich mache mir jetzt auf jeden Fall mal harnisch. Kann ich gerne tun. Dann müssen wir uns dann mal bei Arga treffen. Oh mein Gott, ein Goldrüstungszombie. Ja. Ich gehe nur gerade mal. Oh, der ist ja ganz schön auf dem Auge. Wie gesagt, ihr müsst jetzt über mein Haus rein. Ich bekomme von dem. Ein Hören, na danke. Wie bin ich eigentlich an 6 Smaragde rangekommen? Keine Ahnung. Indem du sie abgebaut hast. Oh. Ich sage so vage. Habe ich dir mal Smaragde geworfen? Oder aus Kisten. Und die finden nur noch in den Kisten. Doch. Echt? Ja. Ja, aber ich habe sie nicht in den Kisten gehabt, das hätte ich gewusst. Ja, nee. Ich habe meine 13 Euro im Inventar. Ich suche gerade die Kiste, wo mein Werkzeug drin ist. Ach da. Wie viele Diamanten habe ich jetzt eigentlich insgesamt? 32 bis 24. Boah, ich habe fast 64. So. Bin bei 16, aber ohne eine Glückssache. Alter, ich habe so viele. Alter, ich habe schon über ein Stack Lapislazuli die Blöcke. Unglaublich. So, die Knochen tun. Ich habe schon über ein Stack Redstone Blöcke. Ja, da habe ich auch schon fast 2 Stacks. Aber ich baue ja auch mit Redstone. Ja, echt nett. Ich habe den Kack halt einfach. So, die Dinge können echt schmelzen. Ich lege gerade was zum Schmelzen in den Ofen und dann bewege ich mich mal zu. Ich hole mir schnell meinen Stein aus dem. Achso, siehst du, ich habe keinen Platz. Das tue ich raus, komm. Also wenn einer Koppel braucht, gell? Nee, Koppel habe ich selber genug, Felix. Ich glaube, da habe ich am meisten am Ende. Ah, ich hab schon, also ich habe schon eine ganze Kiste voll. Ich habe schon eine ganze Kiste überbieten, aber am Ende... Ja, ich habe schon über eine Kiste voll. Ich habe auch schon 3 Kisten voll. Nee, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel ich habe. 3 Doppelkisten. Das ist genug. Ah, ich habe auch schon, ich mache mir ja auch jetzt ganz viel Cleanstone. Ja, was meinst du, wo... Überleg mal, wie wohl die Pyramide entstanden ist. Nicht mit Cleanstone. Oder? Was? Nein. Erzähl! Nein, doch. Nein, ja genau. So, wo habe ich die falsche Brote hingelegt? Da rein. So, ach, das ist diesmal. Da habe ich die Brote. Nom nom nom. Kohle. Ich muss mich langsam mal auch um meine Nahrungsproduktion kümmern. Das ist vorteilhaft, wenn man Nahrung hat. Man stirbt ja nicht. Was da, so aber ich will ja irgendwann auch vegan umsteigen, so nach dem Motto. Ja, ich mache ja auch nur vegan eigentlich. Ich habe noch ein bisschen Fleisch, also, aber. Vegetarisch. Ach, vegan ist mir auch lieb. Da ist keine Kohle drin. Gut. Jetzt wird Marc geschlachtet, weil er vegan und vegetarisch vergewechselt hat. Tötet ihn! Vergewechselt. So, so. Vergewechselt. Ach, ich hab nur verwechselt. Nein, du hast vergewechselt gesagt. So, bringen wir mal die Steinchen weg. Also ich bin gleich da, Marc. Jojo, lass dich. Gut. Er erscheint bei dir. Nein, bei mir kommt In mir kommt... Mit, Felix, du weißt doch, was ich vorhin in Skype geschrieben habe. Irgendwas Doofes. Was sind hier mit Marcel? Was schafft er das noch? Soll ich ihm das noch schreiben, oder was? Ups. Hast du aber nicht sonderlich kunstvoll zugemacht, Aga. Das ist aber nicht sonderlich kunstvoll. Nee, das kommt noch.